In Brandenburg hat sich der Innenausschuss des Landtags mit der Sicherheitslage in Cottbus befasst. Anlass sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in den vergangenen Wochen. Der Cottbuser Oberbürgermeister Kelch forderte im Ausschuss mehr Unterstützung von Bund und Land. Zugleich berichtete er, dass einzelne Flüchtlingsfamilien in Cottbus den Kontakt mit Sozialarbeitern verweigerten. Zudem würden Angestellte der Stadt nur respektiert, wenn sie eine Uniform trügen. Frauen würden generell nicht ernst genommen, kritisierte Kelch. Die brandenburgische Landesregierung hatte bereits angekündigt, mehr Sozialarbeiter und Polizisten in die Stadt zu entsenden. Zudem wurde verfügt, dass zunächst keine weiteren Flüchtlinge nach Cottbus geschickt werden. Diese Nachricht wurde am 25. Januar 2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.